weiß ich nicht, was da gab. So viel anders war da jetzt nicht. Wir waren uns bewusst, dass wir heute ein gutes Spiel machen wollen. Und ja, ich sag mal, der Spielverlauf war natürlich wie so ein Champions League-Abend, wie man sich ein bisschen vorstellt. Wenn man das andere Spiel anschaut, auch ein 3-3. Also auf diesem Niveau, da geht es halt schon auch mal hin und her. Und ja, man kann hadern, man kann auch ein bisschen froh sein. Das Spiel gibt Interpretationsspielraum in alle Richtungen. Der Schiri war auch ja, auf jeden Fall involviert. Das haben wir auch noch nie gesehen, glaube ich, dass ein Spieler einen Abstoß mit der Hand stoppt im eigenen Strafraum, obwohl schon freigegeben war. Also an sich ein glasklarer Handelfmeter im Sinne der Regel. Ich weiß schon, was der Schiri will, wenn er den weiterlaufen lässt, aber ich glaube nicht, dass er sich da über die Gesetze hinwegsetzen darf. Das ist halt schon, was man festhalten muss, dass das mitspielentscheidend sein kann, und das können wir uns eigentlich nicht gefallen lassen.